Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Ace Attorney Duel Destinies. Beim letzten Mal haben wir die Untersuchung abgeschlossen und nun sind wir wieder im Prozess. Und ich habe das Gefühl, irgendwie Ace Attorney Spiele machen nicht mehr so wirklich diese ganze 3-Tage-Geschichte mehr. Dementsprechend, ich habe den Vibe, je nachdem, nach den ganzen Infos, die wir mittlerweile haben, dass wir vermutlich alles jetzt erfahren werden und herausfinden werden, was wir wissen wollen oder möchten oder so. Und dementsprechend heute der letzte Prozesstag ist. Kann aber auch natürlich sein, dass er in zwei geteilt ist, ja. Ich glaube nämlich, seit Apollo Justice machen die das ganz gerne, die ganzen Sachen immer in zwei Teile zu teilen und dann lieber mehr Prozess und nicht zu viel Investigation oder so. Dementsprechend mal gucken, ob wir das Ganze schaffen. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Also let's fucking go. Rein da. Ab in die Verhandlung. Juli 9:17 Uhr, Bezirksgericht, Angeklagtenzimmer, Nummer 3. Was? Der Doc und Asura hatten was am Laufen? Zumindest ist das meine Theorie. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Asura würde sich nie und nimmer auf diesen Quacksalbling einlassen. Zugegeben, sie waren befreundet. Aber hätte Asura Dr. Crab wirklich Videos geschickt? Videos? Was meinst du? Asura hat sich gefilmt, wenn der Orca Tricks gelernt hat und die Videos ihrem Freund geschickt. Ich habe ihr geholfen, die Videos mit dem Handy zu filmen. Interessante Zusatzinformation. Handy in der Gerichtsakte aktualisiert. Man kann mit Handys mittlerweile Videos aufnehmen? Ich komme gar nicht mehr hinterher. Man kann sogar Töne aufnehmen, die weder du noch ich hören können. Im Shipshape Aquarium benutzen wir nur die neueste Technik. Der Doc schafft jede Menge elektronische Spielereien an. Dann stammt das ganze Hightech-Zeug also von Dr. Crab? Aber dass der Doc was mit Asura hatte, ist doch dümmtig. Dr. Crab hat gestern einen Talisman gefunden, was ihn ziemlich mitgenommen hat. Talisman? Hey, Finger weg! Der hat Asura gehört! Was hat Asuras Talisman denn in Raketes Magen verloren? Und der Talisman sah genauso aus wie dein Andenken an Asura. Naja, also... sie meinte schon, dass sie und ihr Freund die gleichen Talismane hatten. Waren der Doc und Asura wirklich ein Paar? Ich glaub das nicht. Ich denke, Dr. Crab wird heute in den Zeugenstand gerufen. Es sind noch so viele Fragen offen. Aber hoffentlich können wir bei der Verhandlung alle klären. Ich glaube fest an euch zwei. Ich weiß, ihr kriegt das hin. Das werden wir, Fry. Versprochen. Juli 9:30 Uhr, Bezirksgericht. Gerichtssaal Nummer 4. Heute wird der Prozess gegen Freibeuter verhandelt. Die Verteidigung ist bereit. Bereit. Es geht ja gut los. Ja gut, anscheinend sind sowohl Anklage als auch Verteidigung bereit. Gestern wurde die Unschuld des Orcas bewiesen und dass das Opfer in den Tod gestürzt ist. Was eigentlich ja bedeutet, Moment. Bedeutet das ja nicht, weil wir jetzt einen neuen Fall und quasi neue Mandantin haben, dass das jetzt wieder Tag 1 ist nach dem Rechtssystem von Ace Attorney mit dem 3-Tages-Ding. Das heißt, wir sind ja jetzt wieder von vorne dran. Eigentlich oder nicht. Was auch mal eine interessante Sache wäre, um den Fall zu verlängern, aber man will wahrscheinlich keinen Fall so lange haben. Staatsanwalt Blackwell, haben Ihre Ermittlungen am Orca-Becken etwas ergeben? In der Tat, wir haben am Beckenboden einen Blutfleck des Opfers sichergestellt. Und zwar auf diesem Felsen. Meine Güte, was ein gruseliges Ding, und auf dem haben Sie einen Blutfleck gefunden. Allein der Anblick lag mir ein Schauer über den Rücken.
Warum klingelt es? Moment, Sekunde. Alleine der Anblick jagt mir einen Schauer über den Rücken. Also können wir davon ausgehen, dass zum Zeitpunkt des Mordes kein Wasser im Becken war? Sehr gut. Nette kleine Schlussfolgerung. Hoho, wie schön, einmal ein Kompliment von der Anklage zu hören. Das sag mal, Blackwell hat sich den Richter mit Zuckerbrot und Peitsche gefügig gemacht. Hätte ich auch mal ein bisschen Zuckerbrot mitgenommen. Gut, weiter im Text. Ich habe einen Zeugen vorbereitet. Beuter war die Einzige, die den Raum betreten hat, als kein Wasser im Becken war. Der Zeuge wird das bestätigen. Treten Sie bitte in den Zeugenstand. Name und Beruf? Dr. Hermann... Torpedo, nicht jetzt! Und wer ist das putzige Tierchen? Was für ein zappliges Geschöpf. Tucker würde sich nie so verhalten. Wow, ein Punkt für Tucker. Der Torpedo den Schnabel verboten. Glitschige Glibberqualle. Dr. Herman Crab, Tierarzt im Shipshape Aquarium. Und wie mag ihr kleiner, gefiederter Kumpane wohl heißen? Euer Ehren, konzentrieren Sie sich bitte auf die Verhandlung. Aber der Zeuge muss sich doch ordentlich vorstellen. Das ist Torpedo. Hey Torpedo. Sie ist das Küken eines Pinguins namens Rakete und sie wohnt in meinen Haaren. Sie ist zwar manchmal etwas auf Krawall gebürstet, aber bitte ignorieren Sie sie einfach. Ich wollte ursprünglich ja den Tierpfleger in den Zeugenstand rufen. Doch der verweigert die Aussage. Also habe ich mich für den Tierarzt entschieden. Dann erzählen Sie mal. Warum befand sich die Angeklagte im Raum mit dem Orca-Becken, als das Wasser abgelassen war? Zeugenaussage. Reinigung des Raumes mit dem Orca-Becken. Am 20. Juli reinigte Frey in den früheren Morgenstunden den Raum mit dem Orca-Becken. Frey und Jack Shipley, der Besitzer, sollten laut Dienstplan gemeinsam putzen. Während der Reinigung wird das Wasser abgelassen. Marlon kümmert sich während der Reinigungsarbeiten im Bühnenbecken um den Orca. Das Wasser wird nur abgelassen, wenn das Becken gereinigt wird. Und Sie behaupten, das Opfer wurde während der Reinigung in den Tod gestoßen? Nur Beuter und der Besitzer hatten Schlüsselkarten für den Raum mit dem Orca-Becken. Und wir wissen dank des Nutzungsprotokolls der Sicherheitsfirma, dass die Angeklagte während der Reinigung im Raum mit dem Orca-Becken war. Die Zeugenaussage sowie das Protokoll der Schlüsselkarte sind belastende Beweise. Also befand sich außer der Angeklagten niemand am Tatort und das Wasser war abgelassen. Der Richter scheint sich schon eine Meinung zu bilden. Wir müssen schnell reagieren, euer Ehren. Wir sind bereit für unser Kreuzverhör. Ja, natürlich. Bitte fangen Sie an. In solchen Momenten ist der Enthusiasmus der Jugend echt praktisch. Kreuzverhör. Reinigung des Raums mit dem Orca-Becken. Am 20. Juli reinigte Frey in den früheren Morgenstunden den Raum mit dem Orca-Becken. Warum wird das Becken so früh am Morgen, oder besser gesagt, mitten in der Nacht gereinigt? Unser Aquarium ist das ganze Jahr ohne Unterbrechung geöffnet. Also muss es nachts gereinigt werden, wenn keine Besucher im Haus sind. Kein Urlaub. Das kommt mir bekannt vor. Häftlinge dürfen sich ja auch keinen Urlaub nehmen. Bei uns im Büro ist das ja ganz anders. Was, Chef? Das musst du ja nicht gleich so enthusiastisch sagen. Also hat die Angeklagte allein geputzt? Nein. Frey und Jack Shipley, der Besitzer, sollten laut Dienstplan gemeinsam putzen.
aber Frau Beuter hat gesagt, Herr Shipley sei nie zum Putzen erschienen. Davon weiß ich nichts. Ich kann Ihnen nur sagen, was im Dienstplan steht. Vielleicht haben Sie getauscht. Nach Ihrem Streit wollten Sie vielleicht nicht zusammenarbeiten. Auf jeden Fall ist nicht zu beweisen, dass das Opfer den Raum während der Reinigung betreten hat. Wenn Sie mit dem Gefasel nicht aufhören, reiße ich Ihnen die Zunge raus und röste Sie. Müssen Sie immer so brutal sein? Ob beweisbar oder nicht, das Opfer muss den Raum während der Reinigung betreten haben. Dr. Crabb, sagen Sie ihm warum. Jack muss den Raum mit dem Orca-Becken betreten haben, da bin ich mir sicher, denn... Das Nutzungsprotokoll der Karte zeigt, dass Fry den Raum mit dem Orca-Becken betreten hat. To be fair, jeder mit Frys Karte könnte sich im Protokoll dementsprechend eintragen, oder nicht? Ist das nicht so? Aber sollte das Protokoll nicht die Nutzung beider Karten anzeigen? Nein, es zeigt nur Frys Karte. Sie müssen gemeinsam rein sein. Jacks Leiche wurde am Becken gefunden. Das ist die einzig logische Erklärung. Das haben wir doch erst gestern geklärt. Haben Sie auch intakte Hirnzellen? Sie sind ein noch größeres Spatzen jetzt als Rakete. Dr. Crabb, meine Anwesenheit werden Vögel mit Respekt behandelt. Beschränken Sie Ihre herablassende Bemerkung gefälligst auf die Verteidigung. Wie schön, dass mich niemand mit Respekt behandelt. Weder Philipp, aber wir werden bestimmt keine Freunde. Das stört mich nicht. Berichten Sie einfach, wie der Tatort während der Reinigung aussah. Na schön, kein Problem. Also, ich finde ja, die beiden sind wie füreinander gemacht. Während der Reinigung wird das Wasser abgelassen. Also wird für die Reinigung das Wasser im Becken abgelassen? Genau. Dann lassen Sie sich mit dem Kranhaken zum Beckenboden hinunter. Für die normale Reinigung muss das Wasser nicht abgelassen werden. Für die Intensivreinigung schon. In meinem Labor mache ich allerdings nie sauber. Dann wäre es aber mal an der Zeit, oder? Naja, ich bin ja auch nicht besser. Freie Malern machen ab und zu bei mir sauber. Ich habe dafür aber keine Zeit. Ich muss mich um die Tiere kümmern. Das hier zum Beispiel. Was für eine knuffige kleine Gesellin. Da wirkt der Gerichtssaal gleich viel freundlicher. Daka, waren Sie nie so positiv gegenüber eingestellt, wenn ich mich recht erinnere? Daka ist natürlich auch ein Prachtexemplar. Erzählen Sie schnell weiter, Dr. Crabb. Wie schon gesagt, putzten Fry den Raum mit dem Orca-Becken. Marlon kümmerte sich während der Reinigungsarbeiten im Bühnenbecken um den Orca. Also wurde Orla in das Bühnenbecken verfrachtet? Warum denn das? Naja, sie kann ja schlecht im Putzmittel schwimmen, oder? Natürlich wird sie weggebracht. Wir nehmen ja auch kein Bad, wenn sie gerade die Wanne schrubben, oder? Sehr guter Einwand. Ich schrubbe meine Wanne ja immer noch nach dem Baden. Ich musste gestern die Nasszellen im Zuchthaus säubern. Danach waren sie blitzblank. Wie in einem japanischen Badehaus. Das sagen wir, Blackwell ist bestimmt richtig pedantisch. Ich habe alles auf Hochglanz poliert. Es gibt bei der nächsten Dusche eine schöne Rutschpartie. Vielleicht doch nicht so pedantisch, sondern eher zu Scherzen aufgelegt. Ich habe das Gefühl, dass das auch nicht so wirklich trifft. Jedenfalls ist die Reinigung des Orca-Beckens genau wie das Schrubben der Badewanne. Das Wasser wird nur abgelassen, wenn das Becken gereinigt wird. Und das Wasser wird wirklich zu keinem anderen Zeitpunkt abgelassen? Nein. Unerbitterlich. Was macht Sie so sicher? Denken Sie doch mal nach.
Wie würde es dem Orca gefallen, wenn sie auf einmal das Wasser ablassen? Das arme Tier! Auf wessen Seite bist du eigentlich, Athena? Ganz genau, junge Frau. Ohne Wasser ging es Orla noch eine kurze Zeit lang gut. Danach bekäme sie aber schwerwiegende Probleme. Sie könnte sogar sterben. Und weil Orla putzmunter ist, spricht das dafür, dass das Wasser nicht abgelassen wurde? So ist es. Das Orca-Becken und das Bühnenbecken befinden sich nebeneinander. Mit Hilfe eines Krans auf Schienen werden Orca und Ausrüstung hin und her transportiert. Wenn eine Intensivreinigung ansteht, wird der Orca erst ins Bühnenbecken transportiert. Das Wasser wird also nur während der Reinigungsarbeiten abgelassen. Fügen Sie diese Information bitte Ihrer Aussage hinzu. Wenn kein Wasser im Becken ist, könnte der Orca sterben. Okay. Warte mal, habe ich hier einen Beweis? Habe ich hier einen Beweis? Ich meine... Ist das ein Beweis? Ich weiß nicht, ist es? Weil hier war ja wegen Luminol waren da Blutspuren. Also Orla ging es ja aber auch nicht gut oder so. Ist das ein Beweis? Mach ich Quatsch? Ich weiß nicht, mach ich... Sie sagen, dass der Orla sterben könnte, weil kein Wasser mehr im Becken ist. Aber stimmt es auch wirklich? Worauf wollen Sie hinaus? Oh, es geht generell um die Trennung. Ja, das fand ich auch komisch. Man kann nämlich schon das Wasser ablassen, ohne dem Orca zu schaden, oder? Euer Ehren, ich möchte dieses Foto vorlegen. Oh, das ist... Wie Sie sehen können, befindet sich im Bereich um den Totenkopffelsen kein Wasser. Also hätte das Opfer in den Tod stürzen können. Auf der anderen Seite des Beckens hingegen befindet sich weiterhin Wasser. Und Orla sieht völlig zufrieden aus. Glitschige Glibberqualle. Anders gesagt, da das Becken am Boden in zwei Hälften geteilt ist, kann man das Wasser ablassen, ohne Orla zu schaden. Wollen Sie andeuten, das Wasser hätte auch außerhalb der Reinigungszeit abgelassen werden können? Ja, genau. Diese Möglichkeit besteht. Dr. Crab zittert am ganzen Körper. Er scheint etwas zu verbergen. Könnte es mit dem Kalendereintrag zusammenhängen, laut dem er sich mit dem Opfer treffen wollte? Eventuell. Ich lege ihn dem Richter vor. Euer Ehren, sehen Sie sich diesen Kalender an. Oh, damit haben Sie gestern schon herumgewedelt. Lassen Sie Ihre Souvenirs heute ruhig in der Tasche. Eigentlich möchte ich Sie ja auf einen Eintrag am Tag des Vorfalls hinweisen. Dann wollen wir doch mal sehen. Treffen mit Captain um 7 Uhr am Orca-Becken. Dieser Eintrag deutet auf ein geplantes Treffen mit dem Opfer hin. Was? Die Verteidigung ist der Meinung, dass zum Zeitpunkt dieses Treffens das Wasser im Becken abgelassen worden sein kann. Wem gehört denn der Kalender? Er gehört Dr. Herman Crab. Ist doch so, oder Dr. Crab? Glitschige Glibberqualle. Also verdächtigen Sie mich? Was hat dieser Kalendereintrag zu bedeuten, Dr. Crab? Erklären Sie sich bitte. Na schön, ich sollte Jack am Orca-Becken treffen. Aber bin letzten Endes doch nicht hingegangen. Also haben Sie Ihre Abmachung nicht eingehalten? So leicht kommen Sie nicht davon. Ich denke, Sie schulden uns eine Erklärung. Ihre Klinge ist schärfer als gedacht, Wright Donner. Und doch hat sie lediglich nur einen kleinen Kratzer hinterlassen. Im Zuchthaus gibt es ein Sprichwort. Mit aalglatten Anwälten sprecht man nicht. Wenn Sie den Zeugen verdächtigen, dann legen Sie einen Beweis vor. Der Kalender reicht ihm nicht? Ich muss beweisen, dass das Opfer beim Treffen um 7 Uhr in den Tod gestürzt sein kann. Kurze Besprechung, Chef.
Das Opfer könnte während der Reinigungsarbeit gestorben sein, als das Becken komplett leer war. Oder aber um 7 Uhr, als das Wasser dank der Trennwand am Boden nur teilweise abgelassen war. Was ist der größte Unterschied zwischen diesen beiden Möglichkeiten? Was ist der Unterschied? Die Antwort könnte uns einen Schritt weiterbringen. In welchem Umstand unterscheiden sich die Reinigungsarbeiten vom Treffen um 7 Uhr morgens? Der Orca war halt da. Das ist der Unterschied, oder nicht? Bei dem einen ist halt Orla offensichtlich weggebracht. Aber bei dem anderen, bei dem teilweise abgelassenen, ist sie ja da. Wenn der Mord nicht während der Reinigungsarbeiten geschehen ist, war der Orca auch im Becken. Oh, stimmt ja. Und das würde bedeuten, dass Orla den Mord mit angesehen hat. Wie bitte? Die stecken ihre Waffe schon wieder weg. Genug mit dem Getuschel, zeigen Sie mir, was Sie können. Na schön, mein Schwert ist einsatzbereit. Wenn der Mord nicht während der Reinigung geschah, dann muss Orla auch am Tatort gewesen sein. Wenn ich beweisen kann, dass der Mord sich vor Orlas Augen ereignet hat, belegt das gleichzeitig auch Frau Beuters Unschuld. Ruhe! Ruhe im Gerichtssaal! Alright. Wollen Sie etwa behaupten, der Orla sei Zeuge des Mordes gewesen? Genau das behaupte ich, ja. Und? Wie wollen Sie beweisen, dass der Orca den Mord gesehen hat? Werden Sie den Orca in den Zeugenstand rufen und ihn ins Kreuzverhör nehmen? Ehrlich gesagt, als es gerade schon davon ging, dass Torpedo gefragt worden ist und sowas, habe ich mich schon gefragt, werden wir Orla wirklich noch im Zeugenstand haben? Ich meine, sie ist eine Zeugin, ganz offensichtlich. Jetzt wird es kritisch. Ich muss mir gut überlegen, wie es weitergeht. Die Verteidigung wird... Ich habe aber einen Beweis, oder? Ich habe einen Beweis. Moment. Ich habe ja fälschlicherweise gedacht, hey, Orla ging es nicht so gut und sie hatte Wunden. Aber das war ja ein Mysterium. Orla hat keine Wunden. Wenn Herr Shipley, also der Captain, runtergefallen ist, er schlägt mir den Kopf auf den Felsen auf, Blut spritzt und landet auf Orla. Und das ist Beweis, dass Orla zum Zeitpunkt, als Dr. Shipley halt schon runtergestürzt ist, da war. Dann wurde das Wasser wieder aufgefüllt und Orla hat halt den Captain nach oben getragen. Und deswegen war sie am Felsen, weil... Ja, sie konnte vorher gar nicht. Ich denke, das ist es. Die Verteidigung hat einen Beweis dafür, dass Orla den Mord gesehen hat. Ja, mein Beweis? Ich hatte ja ehrlich gesagt erwartet, dass sie den Orca ins Kreuzverhör nehmen. Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Tut mir ja leid, wenn ich falsche Hoffnung geweckt habe. Also dann, sehen wir uns Ihren Beweis mal an. Welches Beweisstück zeigt, dass der Mord vor den Augen des Orcas geschah? Das Foto wieder. Auf diesem Foto sind die Luminol-Reaktionen zu sehen, die wir gestern gefunden haben. Ein bisschen Luminol-Testflüssigkeit ist auch auf Orla gelandet. Wir waren sehr überrascht. Auch auf Orlas Körper Luminol-Reaktionen zu sehen? Wieso? Warum waren Sie da überrascht? Wir haben doch gestern schon geklärt, dass Orla geblutet hat. Auf dem Totenkopffelsen finden sich ebenfalls Spuren seines Blutes. Der Orca muss sich verletzt haben, als er den Felsen gerammt hat. Die Blutwolke, die Frau Deplume gesehen hat, stammte also von Orla, die den Totenkopffelsen gerammt hat. Totenkopffelsen in der Gerichtsakte aktualisiert. War das nicht offensichtlich? Diese Luminol-Reaktion auf dem Orca rühren wahrscheinlich vom Rammen des Felsens her. Allerdings wirft die Position dieser Blutflecken Fragen auf. Sehen Sie sich das Foto einmal genau an. Gestern meinte Frau Deplume, das Blut verschwand, als Orla sich den Hut aufgesetzt hat. Aus der Zeugenaussage können wir schließen, dass sich die Verletzungen am Hutbereich befanden.
Allerdings treten die Luminol-Reaktionen in zwei ganz anderen Bereichen auf. Diese Blutflecken stammen nicht von Orlas eigenen Verletzungen. Woher kam das Blut denn dann? Ich bin fest davon überzeugt, dass es sich um das Blut des Opfers handelt. Das Opfer wurde von Orlas Augen getötet. Und das Blut des Opfers spritzte auf Orlas Körper. Ah! Jetzt ergibt endlich alles seinen Sinn. Orla hat den Mord gesehen und deswegen... Orla? Chef, mit Orla stimmt was nicht. Was? Du hast recht, sie ist so antriebslos und geht unter. Es deutet noch etwas darauf hin, dass Orla den Mord gesehen hat. Noch etwas? Der Täter befürchtete, dass Orla irgendwie verraten könnte, was sie gesehen hat. Und ergriff deshalb eine Maßnahme. Sonst ergibt das keinen Sinn. Ich muss den einen Beweis präsentieren. Der belegt, dass der Täter Orla für einen gefährlichen Zeugen gehalten hat. Die drei Zs. Die Verteidigung möchte dieses Beweisstück vorlegen. Was soll das sein? Eine Art Medikament? Das ist ein Schlafmittel, euer Ehren. Ein sehr potentes. Dieses Schlafmittel wurde gestern in Orlas Magen gefunden. Der Täter wollte Orla in einen tiefen Schlaf versetzen und auf diese Weise ertränken. Man wollte den Orca ertränken, aber warum? Right, Donner. Wollen Sie uns etwa erzählen? Der Mörder wollte den Orca töten, um sich eine Zeugin vom Hals zu schaffen. Mit diesem halbherzigen Angriff wollen Sie mir beikommen? Ich habe mein Schwert gezogen und weiche nicht mehr zurück. Orcas sind äußerst intelligente Tiere. Es ist also durchaus im Bereich des Möglichen, dass Orla die Wahrheit irgendwie ans Licht bringt. Der Täter war derselben Meinung und deshalb wollte er oder sie den Orca töten. Dr. Herman Crabb? Sie haben dieses Schlafmittel erworben, nicht wahr? Was? Heißt das, der Tierarzt wollte sich des Orcas entledigen? Niemand wüsste besser als ein Tierarzt, wie man einen Orca unbemerkt umbringt, oder? Er hätte sogar die Polizei davon abhalten können, Orlas Leiche zu untersuchen. Sie sind doch... Unterstellen Sie mir gerade allen Ernstes, dass ich versucht hätte, den Orca zu ermorden? Was bilden Sie sich eigentlich ein? Sie ziehen die gesamte Zunft der Tierärzte einfach so in den Schmutz! Was? Meine Güte, die Stimmung in diesem Gerichtssaal ist ja bis zum Zerreißen geplatzt. Ja? Ich habe dieses Schlafmittel erworben. Allerdings... wurde es aus meinem Labor entwendet. Was ist denn das für eine lahme Ausrede? Das ist die Wahrheit. Was soll ich Ihnen denn sonst sagen? Jedes einzelne Crewmitglied hatte Zugang zu meinem Labor. Das nimmt mein Beweisstück den Wind aus den Segeln. Außerdem, denken Sie mal nach. Wer hat Orla behandelt, nachdem sie das Mittel geschluckt hatte? Das war doch ich. Sie haben sich mit der Behandlung aber ganz schön Zeit gelassen. Sie sind nicht einmal von selbst auf die Notlage aufmerksam geworden. Wir mussten sie holen. Glitschige Glibberqualle, an was Sie sich nicht alles erinnern, Herr Anwalt. Orca-Becken und Labor liegen nicht nebeneinander. Wie hätte er von Orlas Zustand wissen sollen? Wie er das hätte wissen sollen? Das kann ich Ihnen sagen. Trotz der Entfernung hätte Dr. Crabb Orlas Notlage sehr wohl mitbekommen können. Die Verteidigung möchte einen Beweis dafür vorlegen, dass der Zeuge von Orlas Notlage wusste. Naja, die Harpune, oder? Oder? Oder nicht? Was ist mit Harpune? Natürlich mussten sie das auch noch ausgraben. Dieses fortschrittliche System hat sie doch bestimmt über Orlas Probleme informiert.
Einen Augenblick. Was soll diese Harpune sein? Dr. Crab, wie können Sie es wagen, eine gefährliche Waffe ins Gericht mitzubringen? Harpune steht für Hightech Arbeits- und Pflegesystem für Unterwassereinrichtungen. Bis gestern wussten nur Dr. Crab und Herr Shipley davon. Es ist in diesem Land noch nicht zugelassen. Deshalb wurde die Polizei nicht informiert. Oh, ein illegales System. Dr. Crab, ich verlange eine Erklärung. Glitschige Glibberqualle. Sie sind schlimmer als das redseligste Waschweib, Herr Anwalt. Können wir mal kurz über Torpedo reden? Ist so süß, oh mein Gott. Jetzt mal schön abhören. Alles okay bei dir im Kopf? Na, da ist... Oh mein Gott, warum ist das so putzig? Holy shit. Ich liebe den Kleinen. Ja, stimmt. Ich beaufsichtige die Tiere im Aquarium mit einem illegalen System. Dazu werden solche Sensoren eingesetzt. Und ja, einer befindet sich auch im Orca-Becken. Die Sensoren sammeln mithilfe von Schallwellen Daten über die Tiere. Wird eine Unregelmäßigkeit festgestellt, spielt Harpune einen Warnton ab. Meine Güte, das ist ja wirklich Hightech. Aber wenn das System nicht zugelassen ist, kann ich Ihnen das nicht durchgehen lassen. Damit werden wir uns zu einem anderen Zeitpunkt noch befassen müssen. Also gut, Herr Wright, fahren Sie fort. Dank Harpune wusste Dr. Crab mit Sicherheit, dass Orla in Gefahr schwebte. Doch er ist nicht aus eigenem Antrieb zu Hilfe geeilt. Und dafür gibt es einen Grund. Dr. Crab wollte Orla nämlich tot sehen. Harpune hat mich nicht benachrichtigt. Deshalb wusste ich auch nicht, dass mit Orla etwas nicht stimmte. Der Sensor im Orca-Becken war während der polizeilichen Ermittlungen außer Betrieb. Können Sie das beweisen? Was hat er denn? Ich glaube, jetzt ist bei Staatsanwalt Blackwell endgültig ein Rad ab. Ein Rad ab? Ich gebe Ihnen gleich ein Rad ab. Dr. Crab, diese Sensoren sind auf Schallwellen im Wasser angewiesen, korrekt? Aber was passiert, wenn kein Wasser vorhanden ist? Dann ist sie nicht zu gebrauchen. Sie schalten sich automatisch ab. Verstehe. Und wo befindet sich der Sensor im Orca-Becken? Das weiß ich nicht. Jack hat ihn für mich angebracht. Das wissen Sie nicht? Nun, dann werde ich Sie aufklären. Die Polizei hat nämlich einen solchen Sensor gefunden. Er war am Tisch, am Beckenboden befestigt. Am Tisch? Meinen Sie den Tisch auf diesem Foto? Ganz recht. Haben Sie schon geschaltet, Wright Donner? Der Tisch auf der Seite mit dem Totenkopffelsen. Er ist mit dem Beckenboden verschraubt und kann nicht verschoben werden. Oh, wenn das also auf der Seite des Totenkopffelsens, wo kein Wasser mehr im Becken war. Richtig. Ohne Wasser funktioniert der Sensor von Harpune nicht. Dr. Crab, wann hat sich der Sensor automatisch deaktiviert? Moment, ich sehe nach. In letzter Zeit war das nur während der Reinigung von vor 2 Tagen und der Untersuchung gestern. Ich wusste natürlich, dass das Wasser für die Reinigung abgelassen werden würde. Aber mir hat niemand gesagt, dass das für die Ermittlung auch der Fall sein würde. Deswegen wusste ich gestern auch nichts von Orlas Notlage. So wollte Dr. Crab Orla wirklich retten? Haben Sie das gehört, Wright Donner? Ja, das Wasser kann dank der Trennwand abgelassen werden, ohne dem Orca zu schaden. Doch wenn auf der Seite des Totenkopffelsens kein Wasser mehr ist, deaktiviert sich der Sensor. Wenn der Sensor nur während der Reinigungsarbeiten und Ermittlungen inaktiv war, war das Becken zu allen anderen Zeiten stets gefüllt. Das Wasser wurde nie abgelassen.
Mit anderen Worten, nur der Angeklagte hätte das Verbrechen begehen können. Da! Ruhe! Ruhe im Gerichtssaal! Damit sind die Argumente der Verteidigung widerlegt. Ja, aber... Wir dürfen nicht unterschlagen, dass Orla mit Dr. Krabs Schlafmittel fast getötet worden wäre. Aber vergessen Sie da nicht eine wichtige Frage. Wann wurde dem Orca das Schlafmittel verabreicht? Sie haben recht. Das haben wir bisher noch nicht geklärt. Der Tatort ist das Orca-Becken. Die Polizei war gestern den ganzen Tag dort. Man hätte dem Orca das Mittel nur über das Futter unbemerkt verabreichen können. Gestern hatte eine gewisse Person den Orca während der Verhandlung gefüttert. Ach wirklich? Das ist mir leider entfallen. Das wissen Sie nicht mehr? So alt sind Sie doch gar nicht. Das war die Angeklagte. Frei Beuter. Aha! Damit meinen Sie also den Angeklagten Orca? Och, sie winkt uns mit der Flosse zu. Vielleicht will sie uns ja aufmuntern. Hola, wünsch Felix und Athena viel Glück. Sie gehen also davon aus, dass Verbreiter dem Orca das Schlafmittel verabreicht hat? In meinen Augen ändert sich das nicht an der Anklage. Beuter hat das Opfer in den Tod gestoßen und den Verdacht auf den Orca gelenkt. Das reichte ihr jedoch nicht, weshalb sie das Tier mit dem Schlafmittel umbringen wollte. Es gibt keine Berichte, dass Dr. Crab Orla gefüttert hätte. Vielleicht hatte er mit dem versuchten Mord an Orla doch nichts zu tun? Gibt es neben Frey denn noch jemanden, der Orla gefüttert haben könnte? Wenn die Angeklagte dem Orca wirklich das Schlafmittel gefüttert hat, hätte das den Verdacht gegen sie. Die Verteidigung legt Widerspruch gegen die Behauptung der Anklage ein. Also schön. Geben Sie sich immer noch nicht geschlagen. Staatsanwalt Blackwell, mir gefällt nicht, dass Sie nur die Teile der Geschichte präsentieren, die Ihnen am besten passen. Was meinen Sie damit, Herr Wright? Der Staatsanwalt hat unterschlagen, dass nicht nur Frau Beuter Orla gefüttert hat. Wie Sie sich sicher alle erinnern, hat eine weitere Person Orla Futter gegeben. Oh, meinen Sie etwa diese Person? Athena ist also auch wieder eingefallen. Glückwunsch, Fry! Jetzt wird gefeiert! Hau ordentlich rein! Oh, Herr Wright! Nein! Ich will es eigentlich auch nicht glauben. Aber wir dürfen die Wahrheit nicht ignorieren. Die andere Person, die Orla während der Verhandlung gefüttert hat, war... Pearly! Na Quatsch, natürlich war es Marlon Rhymes. Erinnern Sie sich an den Augenblick zurück, als Orla gestern freigesprochen wurde. Ich bin verwirrt, Mann. Was soll ich denn zeigen? Hä? Oh, ich habe aus Versehen auf die Gerichtsakte geklickt. Ich war so verwirrt. Ups. Marlon Rhymes gab dem Orca eine beachtliche Menge Futter. Wäre das Schlafmittel unter das Futter gemischt worden, hätte man es dem Orca verabreichen können, ohne die Aufmerksamkeit der Polizei zu erregen. Jetzt muss ich es erwähnen, dieser Flipflopper hatte den Orca wirklich gefuttert. Sind ihre grauen Zähne also wieder angesprungen, ja? Es wird Zeit für einen wahren Schwertkampf.
Rufe Marlon Rhymes in den Zeugenstand. Der Anwalt, die Orca-Kuschlerin und Marlon Rhymes sind beide wichtige Mitglieder unserer Crew. Ich möchte keinen von beiden verdächtigen. Werde aber allerdings die Wahrheit akzeptieren, die sie finden. Hier, nehmen Sie das. Dieser Talisman. Das ist das passende Gegenstück zum Talisman von Azura Summers, oder? Also halten Sie und Frau Summers doch eine romantische Beziehung, Dr. Crab? Was? Nein, natürlich nicht. Tut mir leid, Sie zu enttäuschen, aber der gehört mir nicht. Ich dachte, das wäre Azuras Talisman, also habe ich ihn an mich genommen. Aber dem ist nicht so. Jetzt müssen Sie, Herr Anwalt, herausfinden, wem der Talisman gehört. Das werde ich. Danke, danke, Dr. Crab. Schließlich interessiert mich auch, wie dieser Prozess ausgeht. Nun denn, rufen Sie Marlon Rhymes in den Zeugenstand. Was ist denn los? Was machen denn alle hier für Gesichter? Ich habe die Verhandlung nicht angeschaut und mir hat doch niemand was gesagt. Marlon Rhymes, Sie stehen unter dem Verdacht des versuchten Mordes an Orla, dem Orca. Alles klar? Naja, wenn der Katzenwelt schon aus dem Sack ist. Herr Rhymes? Gibt er jetzt wirklich alles zu? Na schön, hier kommt die Wahrheit. Oha, die Wahrheit. Roy lügt, um den Orca zu beschützen. Am 20. war um 3.30 Uhr morgens immer noch kein Wasser im Orca-Becken. Das Ganze ist passiert, bevor der Orca ins Bühnenbecken verfrachtet wurde. Orla hat den Captain 10 Meter in die Luft geschleudert und dann ist er aufs Wasser gekracht. Also dachte ich mir, dass der Orca dafür auch bezahlen muss. Jetzt sind wir schon wieder beim Orca. Die Aussage habe ich nicht kommen sehen. Einen Augenblick mal! Orla wurde gestern freigesprochen! Außerdem haben Sie gesagt, dass Orla während der Reinigungsarbeiten im Bühnenbecken war. Ich wollte Frey nicht in die Pfanne hauen. Deswegen habe ich nicht die Wahrheit gesagt. Aber wir drei, Frey, der Captain und ich, haben wirklich den Raum mit dem Becken geschrubbt. Dr. Crab und Frau Beute haben beide ausgesagt, dass sie bei der Bühne waren. Naja, Dr. Crab wusste vom Geschrubbe nur, was ich ihm erzählt habe. Eine ziemlich knappe Zusammenfassung. Das hat er vielleicht missverstanden. Und Frey lügt, weil sie das Vieh beschützen will. Sie kann die Wahrheit nicht sagen. Frey hat eigentlich Blut auf den Totenkopffelsen geschmiert, um den falschen Blutfleck zu machen. Ist ziemlich mutig, von ihr ins Gefängnis zu gehen, um den Orca zu beschützen. Herr Rhymes, Sie lügen doch wie gedruckt! Das ist die Wahrheit. Außerdem ist es doch besser für Sie, wenn ich nicht lüge, oder? Wenn's der Orca war, dann gewinnen Sie doch Ihren Fall. Was? Das ist alles schwer zu glauben. Doch wenn die Geschichte von Herrn Rhymes stimmt, wäre Frau Beuter unschuldig und der Orca wäre der Mörder. Wenn wir Orla im Stich lassen, könnten wir Frey retten? Sie lassen einen Zeugen lügen, um ihre Mandantin zu retten? Was für eine hinterhältige Taktik, Wright Donald. Die Verteidigung hat gestern Orlas Unschuld bewiesen. Wir haben nicht die Absicht, zurückzurudern. Was sagen Sie denn da, Herr Wright? Wir müssen nur zugeben, dass es der Orca war. Dann komm Frey raus aus der Zelle. Ein Anwalt muss doch im besten Interesse seiner Mandanten handeln. Das liegt aber nicht im Interesse meiner Mandantin. Frau Beuter glaubt an Orlas Unschuld. Und wir glauben natürlich, dass Frau Beuter auch unschuldig ist. Im besten Interesse der Mandanten zu handeln, ist für unsere Arbeit sehr wichtig. Wenn wir uns den Freispruch erlügen, setzen wir nur das Vertrauen unserer Mandanten aufs Spiel. Ganz genau. Wir glauben, dass Frau Beuter und Orla beide unschuldig sind. Was?
Ich verstehe nicht, dass sie einen Orca und einen Menschen gleich behandeln. Brei oder Orca, sie können nicht beide retten. Das werden wir ja sehen. Ich denke, ich kann sie beide retten. Dazu muss ich nur ihre Zeugenaussage widerlegen. Ach ja? Ja, dann versuchen Sie es ruhig. Das werde ich auch. Wenn ich seine Aussage nicht zerlege, kann ich auch nicht beide retten. Ich muss eine Schwachstelle finden. Kreuzverhör. Die Wahrheit. Frei lügt, um den Orca zu beschützen. Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe einen Widerspruch sehr offensichtlich gesehen. Er ist sehr smart. Er ist offensichtlich der Täter. Und ich weiß, was er vorhat. Auf der einen Seite ist Frei raus. Sie kann nicht verdächtigt werden. Der Orca wurde das Ganze angehängt. Er kann nicht verdächtigt werden. Der Captain ist aus irgendeinem Grund tot. Wahrscheinlich, weil er irgendwas hat wegen... Ich schätze mal, es war Rache wegen Azura. Ja, ich denke, er ist der Freund, ganz offensichtlich. Und er konnte sich als Fütterer natürlich in den Sachen gut einschmuggeln und sowas, ja. Er hat das alles smart gemacht. Und das Beste ist jetzt auch noch, eigentlich können wir beide theoretisch retten, wenn es Mensch wäre. Wenn Orca ein Mensch wäre, dann wäre sie frei raus, weil wir haben sie ja schon mal rausgeboxt für den Fall. Sie kann ja nicht für das gleiche Verbrechen irgendwie doppelt belangt werden, oder? Ist das nicht so, sie wurde unschuldig gesprochen? Und weil sie dafür unschuldig gesprochen wurde, kann sie ja nicht für was anderes belangt werden, ja? Oder nochmal für dasselbe. Und sie kann auch nicht... Sie könnte für was anderes belangt werden, aber nicht dafür. Da ist sie fein raus. Eigentlich alles sehr smart. Aber weil Orla ein Orca ist und sowieso auf Kipp steht, würde sie eingeschläfert werden, würden wir sie verkaufen, ja? Aber, um jetzt weiter hier hinzukommen... Nee, es war hier, ne? Orla hat den Captain 10 Meter in die Luft geschleudert und dann ist er aufs Wasser gekracht. Das kann nicht stimmen. Das kann nicht stimmen. Denn wir haben hier den Autopsiebericht, ja? Wie war das? 20 Meter Höhe. Abstand zwischen Decke und Beckenboden sind 30 Meter, ja? Er ist aus 20 Meter Höhe gefallen, nicht 30. Wenn er 10 Meter hochgefallen wäre, was passt theoretisch von den Ausmaßen, was smart ist, dann würde es stimmen, aber so nicht. Wer zu viele Lügen auf einmal erzählt, stolpert irgendwann. Genau wie Sie gerade. Was soll das heißen? Stimmt was nicht mit meiner Aussage? Genau das will ich damit sagen. Sie behaupten, das Opfer wäre 10 Meter in die Luft geschleudert worden. Laut Autopsiebericht war die Todesursache aber ein Sturz aus 20 Metern Höhe. Was? Außerdem haben Sie gerade ausgesagt, dass am 20. um 3.30 Uhr morgens immer noch Wasser im Orca-Becken war. Das Becken ist 20 Meter tief und der Abstand zwischen Wasser und Decke beträgt 10 Meter. Wenn das Becken voller Wasser war, was Sie behaupten, hätte das Opfer unmöglich 20 Meter in die Tiefe stürzen können, wie es im Bericht steht. Ah! Ich meine, das stimmt auch. Herr Rimes hat in seiner Aussage behauptet, er sei im Raum mit dem Orca-Becken gewesen. In Wahrheit muss er aber bei der Bühne gewesen sein, genau wie Dr. Crabbe und Frei ausgesagt haben. Dann war es also doch nicht der Orca. Mir kam die Aussage des Zeugen von Anfang an befremdlich vor. Ich bin Ihnen dankbar, Wright Donner, dass Sie dem Zeugen über den Mund gefahren sind. Ich bin weiterhin der Meinung, dass nur Freibeuter das Opfer getötet haben kann. Ob der Zeuge nun den Orca töten wollte oder nicht, spielt keine große Rolle. Digga! Herr Rimes hatte bei einem recht. Seine Aussage hat uns gut dastehen lassen. Aber der Widerspruch in seiner Aussage drängt uns wieder in die Ecke. Wie Staatsanwalt Blackwell bereits sagt, erhärtet sich der Verdacht gegen Frau Beuter. Oh oh, wenn ich nicht schnell was unternehme, verurteilt der Richter Frei noch. Herr Wright, können wir denn nichts tun? Wir müssen Freis Unschuld doch irgendwie beweisen können. In solch einer Situation bleibt nur eins. Man muss um die Ecke denken. Anstatt zu beweisen, dass Frei nicht die Mörderin sein kann, muss ich überlegen, wie jemand anderes den Mord begangen haben könnte.
Wenn der Tatort der Raum mit dem Orca-Becken war, dann kann nur Frey den Mord begangen haben. Mitleid ist dir fehl am Platz, euer Haarspärlichkeit. Sprechen Sie Ihr Urteil. Und scheutert die Verteidigung keine Einwände. Also gut, kommen wir zur Urteilsverkündung. Euer Ehren, bitte warten Sie noch mit dem Urteil. Aber Sie waren so still, Herr Wright. Haben Sie jetzt doch etwas zu sagen? Die Verteidigung hat eine Gegentheorie. Das haben Sie. Erbärmlich. Ein verzweifelter Versuch. Sie sehen blass aus. Sind Sie wirklich bereit, uns neue Theorien vorzustellen? Ein Anwalt lächelt immer, egal wie schlimm die Lage ist. An diese Worte werde ich mich mein ganzes Leben lang erinnern. Das ist wahrscheinlich nur ein Bluff, aber ich präsentiere ihn mit einem Lächeln. Was, wenn sich das Verbrechen nicht am Becken zugetragen hat? Das Verbrechen? Nicht am Becken? Wie bitte? Stellen Sie jetzt etwa die Ermittlungsarbeit der Polizei in Frage? Wenn ich das richtig verstehe, hat die Anklage folgende Theorie zum Tathergang. Der Raum mit dem Orca-Becken ist der Tatort. Nur die Angeklagte und das Opfer haben den Raum betreten, als kein Wasser im Becken war. Also kann nur die Angeklagte den Mord begangen haben. Das ist korrekt. Doch wenn der Raum mit dem Orca-Becken nicht der Tatort war, dann hätte sich jemand anderes den Mord... Dann hätte auch jemand anderes den Mord begehen können. Wissen Sie auch wirklich, was Sie da tun? Nicht so ganz, aber jetzt gibt es kein Zurück mehr. Alright. Hoffentlich liege ich damit nicht falsch. Aber ist das vielleicht einer Ihrer Bluffs? Natürlich nicht. Der Richter kennt mich viel zu gut. Und haben Sie auch eine Idee, wo sich der Mord sonst ereignet haben könnte? Ja, natürlich. Denkt nach, Phoenix, denkt nach. Wo, wenn nicht im Raum mit dem Orca-Becken, hätte das Opfer in den Tod stürzen können? Dann lassen Sie uns doch bitte an Ihrer Theorie teilhaben. Wo war Ihrer Meinung nach der Tatort? Das Bühnenbecken? I guess? Ich meine, ja? Was sonst? Das Bühnenbecken hätte auch abgelassen werden können. Und dort hätte das Opfer genauso gut in den Tod stürzen können wie im Orca-Becken. Right, Donald. Sie sind eine Schande für Ihre gesamte Zunft. Ich hoffe wirklich, dass Ihre Annahmen auf robuste Fakten basieren. Natürlich. Ich muss mir nur schnell was überlegen. Oh mein Gott, warte mal. Ja. Der Captain fällt runter, stößt sich den Kopf, stirbt. Wird an den Kranhaken gebunden, wird rübergetragen und dort, wenn er da drüben ist, fällt er nochmal runter und stürzt erneut mit dem Kopf auf den Felsen und somit kommt das Blut dorthin. Er ist zweimal gestürzt. Ergibt das Sinn? Ja doch, er hatte einmal die Hämatome. Vielleicht ist er nicht einmal mit dem Kopf gestürzt, sondern er hatte die ganzen Hämatome am Körper und das hat ihn getötet. Und der nächste Sturz war voll mit dem Kopf auf den Felsen. Die Leiche des Opfers wurde am Orca-Becken gefunden. Wie erklären Sie das? Wie wäre es damit, nachdem das Opfer am Bühnenbecken getötet worden war? Wurde die Leiche zum Orca-Becken geschafft? Wie wäre es damit? Was ist das denn für eine kümmerliche Argumentation? Ich hoffe sehr, dass Sie vernünftig erklären können, wie die Leiche dorthin gebracht wurde. Es gibt kein Zurück mehr. Ich muss überlegen, wie die Leiche transportiert worden sein kann. Gab es am Tatort ein Hilfsmittel? Der Kran. Der Kran verläuft zwischen dem Raum mit dem Orca-Becken und der Bühne.
Mit Hilfe der Trage und dem Kranhaken lassen sich Orla und der Totenkopffelsen transportieren. So hätte man auch eine Leiche bewegen können. Ja, wenn die Trage den Orca oder den Totenkopffelsen bewegen kann, hätte das auch mit einer Leiche funktioniert. Oh, das hat tatsächlich geklappt. Vielleicht komme ich damit sogar durch. Wenn der Mord am Bühnenbecken passiert ist, hätte ihn jemand anderes begehen können. Erst werfen sie mit Spekulationen um sich und jetzt imaginieren sie auch noch einen Tatort. Gah! Wo? Nicht schon wieder! Ihnen fehlt die Seele eines Kriegers. Sie haben auf dem Schlachtfeld nichts verloren. Und selbst ihre Fantastereien sind halbgar. Es ist eine Schande. Was meinen Sie mit halbgar? Den Kran kann man nur vom Raum mit dem Orca-Becken aus steuern. Fuck, er hat recht. Er hat recht. Und die Angeklagte hat den Raum mit dem Orca-Becken als einzige betreten. Selbst wenn die Leiche fortgeschaffen worden wäre, hätte nur die Angeklagte die Möglichkeit dazu gehabt. Ja! Ruhe! Also ist die Angeklagte unabhängig vom Becken die Mörderin? Das bedeutet, ich kann für Frei keinen Freispruch erwirken. Frei meinte, sie hätte Orla und den Totenkopffelsen mit dem Kran transportiert. Und ich glaube ihr. Hätten sie die Leiche bewegen können, ohne es zu merken? Alright. Haben Sie der Behauptung von Staatsanwalt Blackwell etwas entgegenzusetzen? Möchte ich Einspruch dagegen einlegen, dass die Angeklagte die Leiche bewegt hat? Hab ich? Eigentlich schon, ne? Ich hab eigentlich keinen Einspruch, oder doch? Fuck. Ich hab keinen Einspruch. Vielleicht ist das so eine Sache? Ich habe keine Einwände. Frau Beuter muss die Leiche bewegt haben. Wie bitte? Alright. Geben Sie etwa zu, dass die Angeklagte den Mord begangen hat? Nein. Ich stimme lediglich der Aussage zu, dass nur sie die Leiche bewegt haben kann. Allerdings möchte ich anmerken, dass Frau Beuter sich dessen nicht bewusst war. Sie wollte Orla rüberholen. Der Täter hat sie dazu gebracht. Die Angeklagte soll eine Leiche bewegt haben, ohne zu merken, dass es sich um eine Leiche handelt. Wie ist denn das möglich? Die Leiche wurde am Orca-Becken gefunden. Sie muss irgendwie dorthin gekommen sein. Vielleicht finde ich einen Hinweis bei den Objekten, die sie mit der Trage transportiert hat. Der Täter hat Frau Beuter dazu gebracht, die Leiche zusammen mit diesem Beweisstück zu bewegen. Haben die nicht schon mal den Totenkopffelsen angesprochen? Dann war es der und er ist nicht zweimal gefallen. Ja, Totenkopffelsen. Frau Beuter hat mir gestern erzählt, dass sie den Totenkopffelsen zum Saubermachen weggeräumt hat. Sie hatte genau zwei Dinge zum Orca-Becken transportiert. Orla und den Totenkopffelsen. Ah. Ich möchte die Theorie aufstellen, dass sich die Leiche des Opfers im Totenkopffelsen befand. Was? Wenn sie im Felsen versteckt war, hätte die Leiche mit dem Kram zum Orca-Becken bewegt werden können. Marlon Rhymes hat an der Bühne den Totenkopffelsen mit der Leiche auf die Trage geladen. Und ließ Frau Beuter dann über das Funkgerät wissen, dass alles bereit sei. Frau Beuter setzte die Trage am Kranhaken vom Raum mit dem Orca-Becken aus in Bewegung. Sie transportierte den Felsen, ohne zu wissen, dass sie die Leiche dort versteckt hatte. Wollen Sie wirklich, dass eine Leiche in den Totenkopffelsen passt? Laut dem Seeräuberflugblatt ist das möglich, ja.
Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit bitte auf die Frage unten links. Oh, da steht, ergattert die Goldmünzen, die im Totenkopffelsen verborgen sind. In diesem Fall gehe ich davon aus, dass der Felsen hohl ist. Sollte die Leiche wirklich im Totenkopffelsen versteckt gewesen sein, würde das auch alle offenen Fragen beantworten. Als da wären? Diese Aufnahmen bei der Überwachungskamera zeigen den Vorfall, den Frau Deplou mit angesehen hat. Woher kam die Leiche in diesem Moment? Versuchen Sie sich zu erinnern. Ja, das ist mir gerade auch eingefallen. Ich dachte aber nicht, dass das Ding groß genug ist, dass dort eine Leiche drin sein kann. Was hat Orla zu dem Zeitpunkt am Totenkopffelsen gemacht? Sie hat ihn gerammt. Oh! Genau. Orla hat den Totenkopffelsen gerammt, um die Leiche freizulegen. Sie war im Totenkopffelsen platziert und von der Bühne ans Orca-Becken transportiert worden. Ich wage zu behaupten, dass der eigentliche Tatort das Bühnenbecken war. Was soll der Bockmist? Wir haben doch keinen einzigen Beweis dafür. Das lässt sich alles leicht überprüfen. Werfen Sie doch selbst einen Blick in den Totenkopffelsen. Sie sollten genug Beweise dafür finden, dass die Leiche dort drin war. Blut, Fasern, Haare. Da! Ah! Right, Donner. Das war unglaublich. Sie haben den ganzen Fall auf den Kopf gestellt. Und alles nur dank diesem halbgaren Bluff. Puh, das war richtig knapp. Musste sie erwähnen, dass er halbgar war? Wenn der Mord an der Bühne geschehen ist, wer war dann der Täter? Natürlich die Person, die sich an der Bühne aufgehalten hat. Herr Rhymes? Haben Sie nicht Sie an der Bühne den Totenkopffelsen auf die Trage geladen? Wow, Herr Wright, das war ja voll smart von Ihnen. Um ehrlich zu sein, hätte ich nie geglaubt, dass Sie das alles durchschauen. Ich wollte mich selbst schützen, aber ich habe mir nur selbst ins eigene Fleisch geschnitten. Sie geben also zu, eine Falschaussage getätigt zu haben, Herr Rhymes. Das ist mein Eid. Ja, was Herr Wright gesagt hat, stimmt. Die Leiche war im Totenkopffelsen. Und es stimmt auch, dass der Captain im Bühnenbecken getötet wurde. Was? Er gibt es einfach zu? Diesmal sage ich die volle Wahrheit, was an dem Tag passiert ist. Zeugenaussage. Die volle Wahrheit. Der Orca hat den Captain im Bühnenbecken in die Luft geworfen. Und dann ist der Captain volle Kanne aus Wasser aufgeprallt. Ich höre die Schreie der Zuschauer immer noch laut und deutlich in meinem Kopf. Das Einzige, was freigemacht hat, ist, die Leiche zu bewegen. Sie wollte den Orca nur schützen. Als Frau Deplou beobachtet hatte, wie der Orca die Leiche gefunden hat, bin ich voll durchgedreht. Nun ist der Orca also wieder unser Hauptverdächtiger. Wozu habe ich Sie in den Zeugenstand gerufen, wenn Sie so eine Aussage tätigen? Ich sag doch nur die Wahrheit. An dem Tag wollte Fry die alte Version vom Seeräuber-Spektakel aufführen. Darum habe ich ihr vorgeschlagen, die Leiche im Felsen zu verstecken und ins Orca-Becken zu hieven. Nach der Show hätte ich mir überlegt, was ich mit der Leiche mache. Der Orca hat den Captain getötet, nicht ich oder Fry. Es war also Herr Rhymes Idee, die Leiche im Totenkopffelsen zu verstecken. Aber warum sollte Herr Rhymes Fry schützen, wenn er der Täter ist? Weil entweder mag er Fry sehr oder es hat was mit Asura zu tun. Weil Asura und Fry sehr dicke waren und er deswegen da nichts wollte. Aber halt natürlich nicht der Captain. Der Captain hat irgendwelche Probleme. Ich muss aber sagen, er lügt smart. Er lügt insofern smart, indem er halt immer wieder kleine Wahrheiten reinhaut, sodass man ihm halt den Rest seiner Aussage mehr glaubt und weniger Widersprüche findet. Was halt smart ist.
würde frei beschuldigt, wäre er aus dem Schneider. Warum also tut er das? Herr Wright, darf ich hier übernehmen? Dina, hast du etwa was gehört? Yep, ein Rauschen. Ich höre eine Dissonanz in Herrn Rhymes Herzen. Das bedeutet also, dass er irgendwo in seiner Aussage eine Unstimmigkeit in seinen Emotionen hat? Okay, Athena, ich verlasse mich auf deine therapeutischen Fähigkeiten. Alles klar, Chef. Oh, was ist das? Hast du etwas gefunden, Athena? Diese Aussage ist ziemlich komplex. Gefühle von tiefer Traurigkeit und starker Wut kommen hervor. Diese zwei Emotionen scheinen verrückt zu spielen. Emotionen, die verrückt spielen? Ist das ein Problem? Wir müssen die Ursache ergründen, um den wahren Emotionen der wahren Aussage vorzudringen. Es könnte sogar ungewöhnliche Stellen in seiner Aussage geben, deren er sich selbst nicht bewusst ist. Alles klar. Dann ergründen wir mal, was die Ursache der außer Kontrolle geratenen Emotionen sein könnte. Moment. Ich hab ne Idee. Oder? Doch. Ja. Ich erkläre Ihnen, wie Sie vorgehen müssen. Lassen Sie uns gemeinsam die Ursache aufdecken. Wenn Ihnen etwas an der Aussage komisch vorkommt, dann drücken Sie auf Ergründen Q. Als nächstes zeigen Sie auf das, was die Aussage tollen... Als nächstes zeigen Sie auf das, was die außer Kontrolle geratene Emotion verursacht. Zu guter Letzt drücken Sie noch einmal auf Ergründen. Wenn die Emotion verrückt spielt, kann es die Erinnerung verfälschen. Wenn Sie nichts gefunden haben, gehen Sie in die Aussage und die Bilder... Alter, ich kann echt nicht mehr lesen. Wenn Sie nichts gefunden haben, nachdem Sie die Aussagen und die Bilder angesehen haben, helfe ich. Perfekt. Na, dann fange ich mal an, mit der Aussage mit den Bildern zu vergleichen. Ah ja. Doc hat den Captain im Bühnenbecken in die Luft geworfen. Und dann ist der Captain volle Kanne aus Wasser aufgeprallt. Ich höre die Schreie der Zuschauer immer noch laut und deutlich in meinem Kopf. Ja. Die Zuschauer kann es doch gar nicht sein, ne? Ja. Das ist mir vorhin auch aufgefallen. Ich glaube nicht, dass der Zuschauer auf der Bühne waren, als der Besitzer verstarb. Wenn Zuschauer anwesend gewesen wären, hätten sie uns doch sofort vom wahren Tatort berichtet. Was? Oh ja, klar, ich habe mich nur vertan. Das war echt schwach von dir eigentlich. Okay, seine Traurigkeit hat abgenommen. Vielleicht hatten die Zuschauer etwas mit seiner Traurigkeit zu tun? Warum hat er gesagt, dass Zuschauer anwesend waren? Wirklich eigenartig. Weil er ein Zuschauer war, der anwesend war, als Asura starb. In der Show live. Ich könnte mir vorstellen, dass er zwei Erinnerungen miteinander verwechselt hat. Es könnte sein, dass er etwas Ähnliches schon mal erlebt hat und sich tief in sein Herzen eingeprägt hatte. Eine Situation, bei der ein Orca jemanden getötet hat und Zuschauer anwesend waren? Ja. Ich glaube, ich weiß, warum er die Erinnerung verwechselt hat. Der Grund, warum Herr Rhymes die Erinnerung miteinander verwechselt hat, ist... Wo hab ich das denn? Hab ich das Foto nicht mehr? Was? Hä? Habe ich einen Beweis? Das Video? Chipless-Daten? Das Buch? Ah, okay, das Buch könnte darauf verweisen. Okay, ich war jetzt sehr verwirrt, Mann. Herr Rhymes, ich glaube, ich weiß jetzt, was passiert ist. Könnte es sein, dass Sie den Vorfall von vor einem Jahr mit der aktuellen verwechselt haben?
Vermutlich haben sie sich deshalb versprochen und gesagt, dass beim Mord Zuschauer anwesend waren. Was? Wie haben sie... Ja, stimmt. Vor einem Jahr musste ich beobachten, wie der Orca jemanden getötet hat. Aber was spielt das für eine Rolle? Ich war nur ein simpler Zuschauer. Ach wirklich? Sie waren nur ein simpler Zuschauer? Es muss einen Grund haben, warum Sie tiefe Traurigkeit bezüglich dieses Vorfalls verspüren. Genug gelabert über Gefühle. Präsentieren Sie Beweise, wenn Sie Theorien untermauern wollen. Ah, oh. Chef, haben wir irgendeinen Beweis, mit dem wir unsere Theorie untermauern können? Ein Beweisstück, das seine Traurigkeit erklären kann. Ja, ich denke, haben wir. War das nicht gut genug? Naja, gut. Ich hab da noch einen. Nun, ich warte. Zeigen Sie uns diesen Beweis, der eine Erklärung für Herrn Rimes Traurigkeit liefern soll. Azura Summers verstarb letztes Jahr bei einem Unfall. Und dieser Talisman gehörte ihrem Freund. Hey, wo haben Sie denn den Talisman? Er wurde in Raketes Magen gefunden. Ihrer Reaktion nach zu urteilen, gehört dieser Talisman Ihnen, nicht wahr? Wenn ich ihn noch etwas mehr in die Enge treibe, gibt er es vielleicht zu. Herr Rimes war plötzlich sehr verunsichert, als er das Wort Talisman gehört hat. Wir sollten den Talisman genauer unter die Lupe nehmen. Gute Idee. Dann werfen wir mal einen Blick hinein. Hm? Was ist das? Ein Foto? Hey, das sind doch... Azura Summers und Marlon Rimes. Herr Rimes, Sie und Azura Summers waren ein Paar, nicht wahr? Na und? Ob wir ein Paar waren oder nicht, hat nichts damit zu tun, was mit dem Captain passiert ist. Wir glauben gesehen zu haben, wie der Orca ihre Freundin getötet hat. Darum diese tiefe Traurigkeit. Besteht zwischen ihrer Emotion und dem aktuellen Fall nicht auch eine Verbindung? Die einzige Verbindung, die sie aufgedeckt haben, ist zwischen dem Zeugen und dem damaligen Opfer. Was hat die Verteidigung des Zeugen mit dem aktuellen Fall zu tun? Vergangenheit des Zeugen. Das kann ich noch nicht sagen. Aber es ist uns gelungen, seine Traurigkeit zu lokalisieren. Dann wollen wir mal herausfinden, auf wen Herr Rimes wütend ist. Auf Orla, oder? Offensichtlich der Orla. Also der Orca, der Orla. Der Orla. Kann ich nicht hier ergründen? Ja. Orla. Herr Rimes, Sie sind auf Orla wütend, nicht wahr? Wütend? Auf den Orca? Warum sollte ich wütend sein? Wenn Sie glauben, ich hätte einen Grund, wütend zu sein, dann zeigen Sie mir einen Beweis. Habe ich einen Beweis, der einen Grund für Herrn Rimes Wut liefern könnte? Ja. Der Beweis von gerade eben könnte uns sogar vielleicht helfen. Dieser Talisman deutet darauf hin, dass sie Azura Summers Freund waren. Vermutlich glauben sie, dass Orla ihre Freundin vor einem Jahr getötet hat. Sie haben ihre Freundin verloren! Darum sind sie auf Orla wütend! Okay, ich geb's ja zu. Ich hab den Orca nie verziehen. Azura ist tot und der Orca schwimmt locker flockig dahin, als wäre nichts gewesen. Ich bin Tierpfleger geworden, um zu beweisen, dass der Orca ein Mörder ist. Sie haben recht. Ich will, dass der Orca für seine Taten bezahlt. Jetzt haben sie's. Macht sie glücklich, Vergangenes auszugraben, aber das ändert nichts. Sicher? Er hat recht. Das stimmt nicht. Es ändert sehr wohl etwas. Seine unkontrollierbare Emotion ist abgeflacht. Jetzt sollten wir in der Lage sein, die Wahrheit hinter dieser Emotion aufzudecken. Ach so. Ja? In Dingens geworfen. Und dann ist der Captain volle Kanne aufs Wasser aufgeprallt. Ich sehe die Leiche des Captains immer noch klar und deutlich vor mir.
Das Einzige, was Frey gemacht hat, ist, die Leiche zu bewegen. Sie wollte den Orca nur beschützen. Als Frau de Plume beobachtet hat, wie der Orca die Leiche gefunden hat, bin ich voll durchgedreht. Moment. Kann ich zurück? Doch. Warte mal. Als Frau de Plume bin ich voll... Warum bist du nicht überrascht? Warum bist du dann nicht überrascht? Waren Sie wirklich überrascht, als Frau de Plume beobachtet hat, wie der Orca die Leiche fand? Worauf wollen Sie hinaus? Mit Frau de Plume als Zeugin würde Orla zweifellos des Mordes beschuldigt werden. Ist es nicht so gelaufen, wie Sie es sich erhofft hatten? Damit Orla eingeschläfert wird, haben Sie dafür gesorgt, dass Frau de Plume als Zeugin anwesend war. Wir haben also alles durchschaut, ja? Rhymes, verstehen Sie etwa? Eigentlich wollte ich mit niemandem außer mit dem Orca einen Kampf. Aber Sie lassen mir keine andere Wahl. Jetzt mache ich ernst. Ahoi, was geht ab? Yo, 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 ho, ho! Ahoi, Karnivor-Freunde! Kein Stopp für Pflanzenfresser-Träume! Ich verpasse euch einen Hieb mit einem Beat, vor dem ihr alle niederkniet! Yo, 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 ho, ho! Bin gegen Angriff gefreit und kampfbereit! Was geht hier auf vor? Wo kommt dieser Pirat auf einmal her? Er sieht plötzlich wie ein völlig anderer Mensch aus. Ruhe, sonst bekommen wir noch eine Standpauke vom Staatsanwalt Blackwell. Sogar Staatsanwalt Blackwell fehlen die Worte. Ich habe also geplant, dass die Landpomeranze die Zeugin spielt, ja? Erwischt. Es stimmt, ich wollte, dass die mörderischen Züge des Orcas auffliegen. Darum habe ich dir Blumen vorgetäuscht, dass sie die Leiche sieht. Sie geben es also zu? Sie haben Orla den Mord angehängt? Arr. Na, und ihr Landratten? Wen juckt das schon? Der Orca ist eine Killermaschine. Ich habe zwar einen Hass gegen den Orca, aber für den Captain habe ich nur Dankbarkeit empfunden. Der Orca hat Asura und den Captain umgebracht. Na klar, muss er über die Planke geschickt werden. Was soll ich darauf antworten? Es ergibt keinen Sinn, wenn er der Besitzer umgebracht hätte. Warum sollte er das tun? Aber sein Hass auf Orla ist nicht zu übersehen und zu überhören. Einen Augenblick. Warte mal, es gab ja das ganze Ding mit dem Ordnungsamt und dem Plum. Er hat Rache, er wollte den umbringen, weil, Orla war schon länger als gefährlich eingestuft worden. Der Captain und, Dr. Crab haben aber das Ordnungsamt immer wieder geschmiert, sodass sie nicht Orla umbringen mussten. Eigentlich war es wahrscheinlich schon lange so, das Ding, oder? Ich glaube, das ist sein Motiv. Wenn es keinen Sinn ergibt, dass er Herrn Shipley getötet hat, bei wem würde es dann Sinn ergeben? Vielleicht lag ich mit meiner Theorie von Anfang an falsch. Euer Ehren, ich glaube, ich habe soeben etwas Wichtiges realisiert. Oh, und was ist denn das? Nachdem wir nun von Herrn Rhymes enormer Wut auf Orla wissen, wird dadurch unsere Argumentation völlig auf den Kopf gestellt. Ich werde nun offenbaren, welches Individuum Herr Rhymes vorhatte zu töten. Ja, Orla. Was? Der Zeuge wollte also den Orca töten. Genau.
Der Zeuge hatte nicht die Absicht, Jack Shipley zu töten. Er hatte von Anfang an es auf Orla abgesehen. Orca war sein eigentliches Ziel. Aber Jack Shipley ist derjenige, der tot ist. Der Orca hingegen ist quicklebendig. Ja, da hätte er recht. Er hat es auf Orla abgesehen. Aber Jack Shipley ist der Einzige, der... ist derjenige, der in den Tod gestürzt ist. Wie ist es dazu gekommen? Sekunde! Was, wenn der Wunsch, Orla zu töten, mit dem Tod von Herrn Shipley zusammenhängt? Hört sich so still. Was ist mit ihrer großen Klappe passiert? Ich habe genug von ihren sinnlosen Gerede, dass es auf gar keinen Fakten basiert. Das ist kein sinnloses Gerede. Die Grundlage für meine Behauptung finden sich beim wahren Tatort. Dem Bühnenbecken. Wovon reden Sie? Ich behaupte, dass es beim Bühnenbecken zwei Vorfälle gegeben hat. Den versuchten Mord am Orca und den Sturz des Opfers in den Tod. Zuerst hat Herrn Rimes etwas vom Tatort beseitigt, um den Orca töten zu können. Dadurch wurde jedoch auch die Möglichkeit geschaffen, dass er Shipley in den Tod stürzen kann. Wie bitte? Und was hat der Zeuge entfernt, um den Orca zu töten? Das Wasser. Er wollte... Oh mein Gott. Ist es ein Unfall gewesen oder so? War es das? Nee. Oder doch? Vielleicht war es ein Unfall? Aber eins verwirrt mich. Habt ihr die Bissspuren von Rimes gesehen? Die sahen den nochmal von Orla wieder sehr ähnlich. Wollen Sie behaupten, dass er versucht hat, den Orca zu töten, indem er das Wasser abgelassen hat? Sie haben es erfasst. Und der Angeklagten beim Putzen unter die Arme zu greifen, kümmerte sich Marlon Rimes um den Orca. Allerdings mit dem Hintergedanken, Orla im Bühnenbecken zu töten. Und da das Wasser abgelassen war... stürzte Jack Shipley in den Bühnenbecken, im Bühnenbecken in seinen Tod. Ah, Sie sagen also, ich wollte den Orca töten? Können Sie überhaupt beweisen, dass kein Tropfen Wasser im Becken war? An dem Tag habe ich mich einfach nur um den Orca gekümmert. Warum sollte ich auf die abscheuliche Idee kommen, ihn zu töten? Sie behaupten, dass Sie sich am Morgen des 20. Juli um Orla gekümmert haben? Wenn das wirklich stimmen sollte, haben Sie in meinen Augen jedoch keine gute Arbeit geleistet. Denn Orla hat in diesem Zeitraum kein Futter bekommen. Und woher wollen Sie das wissen? Ich weiß es, weil es die Daten von Harpune zeigen. Dieses System zeichnet laufend die Daten von den Subjekten auf, die beobachtet werden. Anhand Orlas Aufzeichnung wissen wir genau, wann sie gegessen oder eben nicht gegessen hat. Versenk mich doch, niemand hat mir von dem Ding erzählt. Nur wenige Angestellte vom Shipshape Aquarium waren über dieses System informiert. Laut Orlas Aufzeichnung hat sie in den Morgenstunden des 20. nichts gegessen. Sie wollten Orla töten. Darum haben sie ihr kein Futter gegeben. Sie verschwenden unsere Zeit. Wo ist ihr Beweis? Vielleicht hatte der Orca einfach keinen Hunger. Er hat recht. Ich habe keine Beweise. Aber wenn Orla einfach keinen Hunger gehabt hätte, tut sie sich eine andere Frage auf. Was ist mit ihrem Futter passiert? Ihr Futter? Das ist eine gute Frage. Wo ist ihr Fischchen verschwunden? Ihr Futter? Was spielt das für eine Rolle? Wie relevant kann das schon für den Fall sein? Hören Sie endlich auf, uns mit Ihren albernen Fragen die Zeit zu stehlen. Konzentrieren Sie sich lieber auf den Sachverhalt als auf den Mageninhalt des Orcas. Einen Moment! Es mag sich hier vielleicht um eine kleine Ungereimtheit handeln.
aber sie ist von großer Bedeutung für den Fall. Glaube ich zumindest. Was wollen Sie damit andeuten, Herr Wright? Wohin könnte das Futter verschwunden sein? Jemand anderes muss es gegessen haben. Wer ist zur Bühne gekommen und hat Orlas Fische gefressen? Ich denke, ich habe da so eine Ahnung. Ich vermute, dass ein Besucher unbemerkt von Herrn Rimes bei der Bühne war. Ein Besucher? Wollen Sie etwa jetzt noch einen neuen Verdächtigen vorbringen? Wenn Sie noch mehr unsinnige Äußerungen von sich geben, wird Tucker Sie zum Schweigen bringen. Das sind keine unsinnigen Äußerungen. Auch wenn ich noch nicht genau weiß, in welche Verbindung es zum Fall steht. Machen Sie sich keine Sorgen, Chef. Um Tucker kümmere ich mich, wenn er auf Sie losgehen sollte. Aber ein paar Minuten länger überlegen kann bestimmt trotzdem nicht schaden. Irgendwie ist Orlas Futter verschwunden. Es muss jemand bei der Bühne gewesen sein, aber wer? Dieses Individuum war bei der Bühne. Rakete. Ich glaube, dass Rakete der Pinguin bei der Bühne war. Du hast eine Orca und jetzt auch noch ein Pinguin. Ich habe keine Ahnung, wie sie darauf kommen, klabauter Mann an Wald. Ich habe Rakete in den frühen Morgenstunden nicht mal gesehen. Haben Sie einen Beweis, dass Rakete bei der Bühne war? Wenn Sie ein Anwalt sind, der sein Geld wert ist, dann zeigen Sie mir einen Beweis. Die Unterseite von Raketes Füßen war aus irgendeinem Grund rosa. Das ist ein Indiz, dass Rakete bei der Bühne war. Ich muss einen Beweis präsentieren, der eine Verbindung zwischen Rakete und der Bühne aufzeigt. Ich werde Ihnen schon zeigen, dass ich mein Gold wert bin. Das beweist, dass Rakete bei der Bühne war. Das Schild. Ach je, was für ein süßes Schild ist das denn? Und überall so reizende Sterne. Diese Sterne sind eigentlich Seesterne. Frau Beute hat das Schild gemalt. In den frühen Morgenstunden des 20. Juli ließ sie das Schild zum Trocknen bei der Bühne zurück. Herr Rimes hat in dieser Zeit für Frau Beute auf das Schild aufgepasst. Ei, das ist die Wahrheit. Aber worauf wollen Sie hinaus, eh? Auf diesem Schild finden wir den Beweis, dass Rakete bei der Bühne gewesen ist. Ein Beweis, dass der Pinguin bei der Bühne war? Ich kann ihn leider nichts erkennen. Wo ist der Beweis, dass der Pinguin bei der Bühne war? Bitte zeigen Sie ihn dem Gericht. Da. Einige der rosafarbenen Seesterne haben eine andere Form als die anderen. Sie haben recht. Sie sehen fast aus wie kleine Blätter. Auf der Unterseite von Raketes Füßen klebt rosa Farbe. Diese kleinen Symbole, die wie Blätter aussehen, sind tatsächlich Raketes Fußabdrücke. Rakete watschelte über das Schild, bevor es getrocknet war. So entstanden die Fußabdrücke. Was für reizende kleine rosa Pinguin-Fußabdrücke. Es sind also Fußabdrücke auf dem Schild. Und weiter. Marlon Rimes sollte auf das Schild aufpassen, das bei der Bühne trocknete. Und genau in dieser Zeit hat der Pinguin die Bühne aufgesucht. Anhand der Daten von Harpune wissen wir, dass Rakete an dem Morgen des 20. etwas gegessen hat. Vermutlich waren es die Fische bei der Bühne, die eigentlich für Orla gedacht waren. Es war nur eine geringe Menge an Fischen. Der Pinguin hatte sie ohne Probleme verspeisen können. Ein Klabautermann. Rakete soll die Fische gegessen haben? Wie kommen Sie darauf? Die Fische können Sie ja auch von woanders haben. Außerdem endet das nichts daran, dass ich bei der Bühne gewesen bin. Immerhin musste ich helfen, den Totenkopffelsen zu bewegen. Ohne mich wäre das gar nicht gegangen. Der Zeuge behauptet, dass er den Pinguin nicht gesehen hat. Welche Erklärung haben Sie für diesen Widerspruch? Sowohl Herr Rimes als auch Rakete waren bei der Bühne, aber er hat sie dort nicht gesehen. Wo könnte sich Herr Rimes zu dem Zeitpunkt also aufgehalten haben? Right, Donner. Wenn Sie sich der Aufgabe nicht gewachsen fühlen, kann ich die Zeugenaussage für Sie zerpflücken. Wenn ich Blackwell übernehmen lasse, wird frei schuldig gesprochen.
Ich darf mir bei meiner Beweisführung von ihm nicht dazwischenfunken lassen. Ja, Wright! Schauen wir, wie alles ausgesehen hat, bevor Rakete zur Bühne gekommen ist. Herr Rimes war bei der Bühne und hat auf Orla auf das... Orla und das Schild aufgepasst. Da er beim Bewegen des Totenkopffelsens mitgeholfen hat, kann das keine Lüge sein. Und dann ist Rakete hineingekommen und über das Schild gewatschelt. Aber hätte er Rimes Rakete nicht bemerken müssen? Okay, dann überlegen wir mal, wo sich Herr Rimes hätte aufhalten können. Gibt es auf der Bühne einen Bereich, von dem aus Rakete nicht sichtbar gewesen wäre? Ja, das Wasser, ne? Ja. Was, im Becken? Ja, na klar. Wenn er im Becken gewesen ist, hätte er Rakete nicht bemerkt. Aber ist das Herr Rimes war die ganze Zeit unter Wasser, während Rakete das Futter gefressen hat? Nein, er war nicht unter Wasser. Wenn ich mir recht überlege, was sein Alibi war, dann gibt es nur eine Antwort. Jetzt endlich sehe ich alles klar und deutlich vor mir. Was haben Sie gestern bereits gemacht? Was soll dieses ständige Getuschel zwischen Ihnen? Geben Sie doch zu, dass Sie die Idee mit dem Pinguin ein Schuss ins Blaue war. Da bin ich mir aber nicht so sicher. Die Tatsache, dass Herr Rimes Rakete nicht bemerkt hat, mag nur eine kleine Ungereimtheit sein. Aber diese Ungereimtheit ist ein Schlüsselelement, das beweist, was Herr Rimes vorhatte. Der Pinguin soll ein Schlüsselelement sein? Das Bühnenbecken ist sehr tief. Wenn Rakete den Bühnenbereich betreten hat, während Herr Rimes am Beckenboden war, hätte er Rakete nicht bemerkt. Orcas können einige Minuten außerhalb des Wassers überleben. Aber wenn sie zu lange aus dem Wasser sind, schwinden ihre Kräfte und sie sterben. Um Orla zu töten, musste Herr Rimes das Wasser vom Becken ablassen. Und in diesem Zeitraum muss Herr Shipley in seinen Tod gestürzt sein. Das Bühnenbecken ist ungefähr 20 Meter tief. Genauso tief wie das Orca-Becken. Ist das Wasser abgelassen, kann man 20 Meter in die Tiefe stürzen. Herr Rimes wusste vermutlich nicht, was er tun sollte. Wohin mit der Leiche, wo er doch seinen Plan hatte, Orla zu töten, nicht aufgeben wollte. Er entschied sich also für einen Weg, bei dem er zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen konnte. Wie bitte? Und was hat er getan? Herr Rimes ist zum Beckenboden hinabgestiegen und hat die Leiche im Felsen versteckt. Anschließend hat er Frau Beuter den Felsen zusammen mit der Leiche wegtransportieren lassen. Und das soll dem Zeugen gelungen sein, ohne dass die Angeklagte jeglichen Verdacht geschöpft hat? Genau. Herr Shipley hatte Frau Beuter gesagt, dass sie nicht in der neuen Show auftreten würde. Frau Beuter war darüber verärgert. Darum änderte sie das Setting auf die alte Show zurück. Vermeintlich selbstlos riet Herr Rimes, ihr die Requisiten für die neue Show zu verstecken. Danach manipulierte er Orla zu singen und den Lebensrettertrick aufzuführen. Außerdem arrangierte er, dass Frau de Plume alles mit ansah, da als Orla die Leiche entdeckt hat. Herr Rimes hat Orla den Mord angehängt, damit sie eingeschläfert wird. Was? Die Tatsache, dass der Zeuge den Pinguin bei der Bühne nicht gesehen hat, bedeutet also... Es bedeutet, dass Herr Rimes die Leiche im Felsen versteckt hat. In dem Felsen beim Beckenboden. Ich hätte gedacht, dass die Anwesenheit eines Pinguins die Taten des Zeugens beweisen könnten. Sehr gut. Wenn wir so weitermachen, wird frei unschuldig gesprochen. Glauben Sie nicht, dass sie das Duell bereits gewonnen haben. Ihre Theorie basiert auf der Annahme, dass der Zeuge den Orca manipuliert haben könnte. Herr Rimes, sind Sie in der Lage, den Orca zu manipulieren? Natürlich nicht, Sie Billgratte.
Arr, ich bin nur ein einfacher Tierpfleger. Wenn ich mich recht erinnere, war Frau Beute doch die Einzige, die dem Orca Kommandos erteilen konnte, nicht wahr? Der Richter hat einen schärferen Verstand als der Strafverteidiger. Ohne eine scharfe Klinge werden sie über den Zeugen nicht richten können. Wo ist der Beweis, dass Marlon Rhymes den Orca manipuliert hat? Ja! Damit sein Plan funktionieren konnte, muss Rhymes Orca manipuliert haben. Aber wie kann er es beweisen? Wie kann ich es beweisen? Nun, es sieht so aus, als würde diese Argumentationslinie ins Leere führen. Oh, offensichtlich habe ich mich getäuscht. Athena? Ich habe die Herzen von vielen verschiedenen Menschen analysiert. Und wenn ich mir die Herzen ansehe, sagt mir meine Erfahrung, dass sie noch nicht am Ende sind. Mit meinem Einspruch wollte ich sie und ihr Herz wachrütteln. Sie hat recht. Ich bin nicht als Anwalt zurückgekommen, um gleich wieder in die Flinte ins Korn zu schmeißen. Athena, vielen Dank. Dank dir habe ich mich wieder an meine gute alte Phoenix Wright-Methode erinnert. An die Phoenix Wright-Methode? Euer Ehren, meine Beweisführung ist noch nicht abgeschlossen. Haben Sie noch etwa Fragen an den Zeugen? Sie haben bereits alle Zeugen ins Kreuzverhör genommen und all ihre Beweise präsentiert. Alle Zeugen, ja? Das glaube ich nicht. Ein Individuum wurde von mir noch nicht vernommen. Die Schlüsselfigur in diesem Fall. Die Schlüsselfigur? Das Individuum, das sowohl beim Vorfall vor einem Jahr involviert war, als auch dieses Mal. Ich habe sie bisher nicht in den Zeugenstand gerufen. Aber jetzt ist die Zeit gekommen. Von wem sprechen Sie? Ich verlange eine Erklärung. Wer ist die Schlüsselfigur in beiden Fällen? No way. Aura Shipley. Die Verteidigung ruft die Schlüsselfigur beider Fälle in den Zeugenstand. Orla den Orca. Sie wollen ein Orca ins Kreuzverhör nehmen? Ein Orca? Haben Sie sich einen hinter die Augenklappen gekippt? Das ist verrückt. Ihre Narratei kennt wohl keine Grenzen. Können Sie mir erklären, wie Sie einen Orca, der nicht sprechen kann, vernehmen wollen? Orla ist in diesem Fall involviert. Darum ist es mein Recht, Sie ins Kreuzverhör zu nehmen. Und? Selbst wenn sie nicht reden kann, muss sie vernommen werden. Machen Sie doch, was Sie wollen. Aber wenn dieser Versuch mit dem Orca keine Früchte trägt, sind Sie hoffentlich darauf gefasst, einen Schuldspruch zu ernten. Ich bin guter Dinge. Sie wollen also Orla vernehmen, ja? Ein ziemlich gewagter Schritt, Chef. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wie Herr Rhymes Orla manipuliert hat. Genau. Jetzt brauchen wir die Unterstützung von Orla, damit wir frei retten können. Gestern ein Orca als Angeklagten und heute ein Orca als Zeugen. Das nenne ich eine Weltneuheit. Aber Neuheit hin oder her, ich werde es gestatten. Gerichtsdiener, bitte bereiten Sie die Live-Schaltung vor. Das Gericht legt eine 10-minütige Pause ein, während alles vorbereitet wird. Oh shit. Oh shit. Wir haben den zweiten Teil. Fortsetzung folgt. Leute, ich bin gespannt, wie das Desaster morgen wird. Aber ich freue mich drauf. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch auch gefallen. Und wir sehen uns dann morgen wieder, ja? Es ist ein wilder Fall. Ich bin mir immer noch ein bisschen unsicher, warum hat er eigentlich den Captain getötet? Wollte er das wirklich tun? War es ein Unfall?
Was war da los? Wollte der Captain Orla retten und das ist dann im Affekt passiert. Ich bin so neugierig, wie genau das Ganze zustande kam. Aber wir werden sehen, Leute, wir werden sehen. Übrigens, Buff Rhymes kann dir nicht wehtun, er ist nicht echt, keine Sorge. Bis dahin, tschö, bye bye.